Herzlich willkommen bei The Fit for the Game Podcast. In unserer Folge heute spreche ich mit José Luis Estrada Morales. José ist ein sehr erfahrener und höchst qualifizierter Masseur hier in Hamburg und er hat viele Fit for the Gamers geholfen, schmerzfrei zu werden und ihren Stresspegel sozusagen zu reduzieren. Wir sprechen über die Geschichte der Massagetherapie und wie jede Kultur auf der Welt die Massage als eine Möglichkeit akzeptiert hat, der Körper bei der Selbstheilung zu unterstützen. Wir besprechen auch, wie die Arbeitskultur und die Digitalisierung dazu geführt hat, dass so viele Leute heutzutage unter Rückenbeschwerden und Nackenbeschwerden leiden und wie eine Massage fast der perfekte Weg ist, um den negativen Stress Wirkungen zu reduzieren und wieder seine Ruhe zu finden. Herzlich willkommen, welcome to the Fit for the Game Podcast. Mein Gast heute ist José Luis Estrada Morales. Habe ich das fast halbwegs gut ausgesprochen? Hallo, Gavin. Hallo, grüß dich, José. Kannst du uns ein bisschen erzählen über dich und warum du Masseur geworden bist? Ja, natürlich. Und zwar war das eine sehr interessante Begegnung. Und zwar habe ich damals ein Buch in die Hand bekommen und das ging darum, mit Händen heilen. Und das habe ich mir so durchgelesen und ich habe beim Lesen oder beim Studieren des Buches schon gemerkt oder auch gespürt, dass es genau das ist, was ich machen möchte und ist auch. Also dieses Bedürfnis, ne, mit Händen zu heilen, das war so wie als ob so ein Auslöser gelöst wurde und ich das wirklich gespürt habe, dass ich das machen möchte. Aber viele Leute wissen überhaupt gar nicht, wie alt Massagetherapie, wie alt es als Therapiemöglichkeit ist und dass in fast aller Kulturen das Massage verwendet wird. Kannst du uns ein bisschen erzählen über Massage insgesamt? Wie alt ist Massage sozusagen und in welche Bereiche du spezialisiert bist? Die ältesten oder die Massage in sich wurde vor ca. 4000 Jahren in Asien, also in China, praktiziert und damit wurde dann auch schon therapiert. Dann hat sich das irgendwann erweitert und zwar nach Indien, ne, von den Indern zu den Arabern, ne, und die Araber haben es mit nach Europa gebracht. Okay. Ja. Die Römer haben dann das auch fortgeführt. Wusstest du, dass Caesar sich zum Beispiel hat jeden Tag massieren lassen? Julius Caesar, jeden Tag? Der hat sich verwöhnen lassen. Genau. Exzellent, ja, das wusste ich nicht. Danach kamen die Griechen und so hat sich das natürlich dann auch immer weiter verbreitet. Ne? Bis nach Schweden und letztendlich war das ja dann auch diese schwedische Massage, was man jetzt auch die klassische Massage nennt, hat sich das natürlich dann weiter etabliert und letztendlich dann auch bei uns gelandet ist. Du hast am Anfang darüber gesprochen, mit den Händen heilen. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, diese Mechanismen im Körper, wenn jemand sich massieren lässt, wie wird den Körper dadurch wieder heil? Grundlegend ist ja die Berührung schon eigentlich heilend. Du musst dir nur mal vorstellen, wenn du dich stößt oder verletzt, man fasst sich automatisch an die Stelle an oder das ist ja ein Reflex. Oder als Kind wird man berührt, wenn man Bauchschmerzen hat, wenn man dies und das. Die Hand an sich ist ja schon, transportiert ja schon Energie und ist eigentlich schon Heilung. Und wenn man das natürlich mit bestimmten Techniken und Griffen noch einsetzt, durch Reibung, durch Knetung, durch Drücken, oder durch Klopfung oder Schlagung. Das ist natürlich dann auch eine ganz spezielle Technik, die natürlich dann auch den Menschen nicht nur heilen, sondern auch gesund halten und auch machen natürlich. So, wenn ich das richtig verstehe, diese unterschiedlichen Strategien, wie du sagst, Griffe oder Klopfen und so weiter, die erfüllen immer einen anderen Zweck, einen unterschiedlichen Zweck. Natürlich. Und es gibt ja auch für verschiedene Techniken. Ich meine, jede Kultur hat ja seine eigenen Techniken. Sei es jetzt die Ayurveda aus Indien oder die klassische Massage, das sind einfach, oder die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, das sind einfach, da hat, glaube ich, jede Kultur im Laufe der Zeit seine eigenen Techniken entwickelt. Fakt ist, dass eigentlich fast jede Kultur seine Technik hat und auch erkannt hat, die Wohltat und natürlich auch die Heilung in sich, in der Massage. Aus meiner Erfahrung, viele Leute gehen erst zum Beispiel zur Massage oder sich therapieren lassen, wenn die schon Beschwerden oder Aua oder Schmerzen haben. Über welche häufigen Probleme oder Beschwerden berichten sie dir? Man natürlich
abwartet und denkt, das geht irgendwann von alleine weg und trotzdem sein Pensum aber weiterfährt, das, was einem auch krank gemacht hat, dann natürlich passiert eigentlich der Klassiker, dass einfach der Muskel irgendwann zumacht und man Blockaden bekommt. Also Beschwerden, das bedeutet, eine Blockade ist, dass wenn der Muskel irgendwo zumacht und dann das Blut nicht mehr richtig zirkulieren kann, der Muskel nicht mehr genug Sauerstoff bekommt und alles beginnt an zu verkleben. Die Faszien verkleben und der ganze Fluss gerät ins Stocken. Auch dein Qi kann nicht mehr richtig fließen. Das bedeutet, dass man dann auch krank wird. Well, das hört sich an, als wenn wirklich alles abhängig davon ist, dass wir ständig Fluss im Körper haben. Und zwar sei das Energie, Qi, wie wir das in TCM nennen, sei das Blut, sei das Sauerstoff. Dass wenn diese Sachen nicht mehr fließen können, dass der Körper sagt, Schluss. Ist das so? Ja, natürlich. Und was zum Beispiel, wenn Leute zu dir kommen, was für, wenn man das nennen will, ein Krankheitsbild, was für Sachen siehst du, Symptome, wenn Leute reinkommen und einen Termin machen? Ja, also in erster Linie natürlich gucke ich mir den Menschen im Ganzen an. Ja, das ist natürlich wichtig, dass ich nicht nur das Symptom sehe, sondern du musst dir ja vorstellen, das ist ja alles wie eine Kette. Das fängt ja irgendwo an und meistens in den Beinen oder in den Waden, ne, zur Hüfte und dann einfach, letztendlich ist es dann irgendwann auch da ein Auslöser irgendwo im Nacken. Du musst die Menschen im Ganzen behandeln und dann auch so therapieren. Ja, du kannst nicht nur jetzt immer nur auf diese eine Stelle drücken und denken, das war's, sondern für mich ist immer wichtig, dass man wieder in den Fluss kommt und vor allen Dingen auch wieder in die Balance mit sich selbst. Ja, natürlich spreche ich dann auch viel mit meinen Kunden und sage ihnen auch und erkläre denen auch, vielleicht was optimal wäre, wenn man vielleicht etwas verändert oder einige Dinge vielleicht mal weglässt. Aber letztendlich erlebe ich natürlich, dass nach der meistens ersten Behandlung schon deutliche Verbesserung da ist. Und natürlich nach regelmäßigen Behandlung, dass natürlich eine ganz andere Lebensqualität ist. Wenn jemand danach nicht handelt, zum Beispiel die kommen zu dir, du kriegst das hin, über mehrere Behandlungen diese Blockade wegzukriegen. Was passiert, wenn der Person sofort wieder in sein normaler Trott oder? Das erlebt man natürlich immer wieder. Ja. Dann ist es auch ihm selbst überlassen, ob er das natürlich diesen Weg weitergehen möchte und auf seinen Körper reagiert und natürlich dann auch letztendlich hört oder zurück in sein Trott fällt und dann natürlich dann immer wieder von vorne anfängt. Letztendlich habe ich immer wieder auch natürlich Menschen, die kommen und dann bringt man die in Ordnung quasi und dann verschwinden die wieder für ein Jahr und dann fangen wir immer wieder von vorne an. Ja. Dann gibt's, das ist dann immer sehr schmerzhaft. Leider, wenn die dann wirklich so kommen nach einem Jahr und komplett sich nicht mehr bewegen können. Aber das kann man einfach vermeiden, indem man sagt, ich gehe ab und zu mal zur Massage, mache mein Training, dann gehe ich mal in die Sauna. Ja. Das ist ja auch ein Lifestyle. Das ist ja nicht nur einfach nur die Massage oder so, sondern das ist ja eine Lebensart, die man für sich entscheidet, einfach gesund zu sein und gesund zu leben. Das sind ja auch lebensverlängernde Maßnahmen einfach, wo man einfach sieht, dass man einfach auch und spürt, dass man einfach auch sich besser fühlt, man ist gesünder, man ist agiler und vor allen Dingen auch fitter. Was für eine Rolle spielt Bewegung im Leben des Menschen heutzutage? Zum Beispiel, wenn man überlegt, du hattest gesagt oder erwähnt, dass die Massage ist 4000 Jahre alt. Ja. Im Verhältnis zu was wir wissen über wie aktiv Menschen da waren, die Leute, die zu dir kommen, was für einen Aktivitätsspiegel haben die Menschen heutzutage? Boah, schon deutlich weniger natürlich. Allein durch diese ganzen Berufe, sage ich mal, die es da damals noch gar nicht gab. Ne? Und Computer und Laptops und mittlerweile sind es ja auch schon Kinder und Jugendliche, die schon Rückenschmerzen haben. Das ist noch gar nicht abzusehen, wo das alles hinführt. Aber letztendlich weiß man ja mittlerweile auch, dass das für Konsequenzen hat. Und ich denke auch, wenn man seinem Körper viel abverlangt oder abverlangen muss, weil man beruflich so eingebunden ist, dass man natürlich dem Körper auch unterstützt und dem auch sagt, pass auf, ich muss hier ein Pensum schaffen und ich muss halt jeden Tag meine 8 Stunden reißen am Computer und bin auch noch am Handy. Aber weißt du was, ich mache mir alle 4 oder 6 Wochen mal, tue ich meinem Körper was Gutes. Ja, und wenn es natürlich akut ist, natürlich, dann reichen diese 4 oder 6 Wochen nicht, dann würde ich das auf jeden Fall
wenn man kann, vielleicht alle 2 Wochen, mhm. optimal ist 1 Woche, mhm. wenn es akut ist. Mhm. Ja, aber wenn man wirklich einfach nur gesund bleiben möchte, mhm. dann reichen auch alle 4 bis 6 Wochen. Was sollten Menschen bei ihrer ersten Massage bei dir oder einer deiner Kolleginnen erwarten? Auf jeden Fall nur eine Anamnese. Also mhm. auf jeden Fall ist mir wichtig, wie der Mensch lebt oder was er macht. Mhm. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall auch im Ganzen behandeln. Mhm. Nicht nur, wie gesagt, das Symptom, mhm. sondern ich werde auf jeden Fall dann auch mir das alles mal angucken mhm. und auch spüren und fühlen, wo jetzt wirklich das auch herkommt. Mhm. Und was ist mit zum Beispiel, es gibt Leute, die, ich glaube auf Deutsch, wir sagen Berührungsangst, die leiden darunter. Wie ist das? Hast du manchmal Leute, die kommen rein und die wissen, die brauchen deine Hilfe, aber finden das schwierig, sich massieren zu lassen? Natürlich doch. Ja. Oder auch sehr schmerzempfindlich gibt es ja. ja auch, die wirklich sehr, sehr, sehr empfindlich sind und mhm. sehr sensibel auch. Ja. Das ist ja einfach auch das, worauf man sich auch einstellen muss. Mhm. Als Masseur musst du ja flexibel sein und dich auf jeden Menschen neu einstellen können. Wenn das so ist, dann merkt man das natürlich auch sofort und stellt mich natürlich auch sofort und den Menschen ein, so dass mhm. wir auf ein Level sind und ich dann auch merke, dann irgendwann, wenn das Vertrauen wächst, wenn natürlich dann auch der Mensch spürt, mhm. dass man das, was man macht, auch gut macht und dass man mhm. weiß, was man macht, natürlich dann auch sich langsam fallen lässt und mhm. dann kann man auch langsam auch ja. ein bisschen tiefer gehen. Aber das dauert mhm. natürlich ein bisschen länger dann als mhm. jetzt, wie sage ich mal, bei jetzt jemandem, der da schon schon öfter bei der Massage war mhm. oder auch schon das kennt. Das, mhm. ne, aber das gibt es immer wieder. Ich denke, man muss sich immer auf jeden Menschen noch einstellen. Gar nicht. Es geht ums Vertrauen auch. Richtig, absolut. Es ja. geht um Vertrauen. Das ist ja das absolut Wichtigste, mhm. gerade in dem Bereich. Denn man muss spüren, dass man weiß, was man da macht. Wie können die Leute dich kontaktieren, zum Beispiel, um mehr über deine Praxis hier zu erfahren oder ihre erste Behandlung bei dir zu buchen? Ja, also am besten kann man mich natürlich googeln. Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es die eine oder andere ja. Session. Ich poste das in unsere Shownotes auch, diese Details. Website, Instagram, auf Facebook, mhm. über die ganzen sozialen Medien mhm. eigentlich auch. Oder natürlich, oder bei Google kann man natürlich auch die ganzen Rezessionen sich mal mhm. durchlesen. Mhm. Und da sind ja auch schon sehr, sehr, schon einige dabei, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Und von daher, denke ich mal, bin ich eigentlich auf ziemlich vielen Kanälen zu erreichen. Well, danke für deine Zeit heute. Danke, dass du so viel Zeit für uns genommen hast. Ja. Gerne, und wir freuen uns aufs Feedback, wenn die Zuschauer zu dir kommen. Ich habe zu danken. Ja. Dankeschön.